Hey ho zusammen, yeah! Hey ho zusammen und herzlich willkommen zum nächsten Video meiner Reihe zu College of Wizardry Nibelungen. Dieses Mal möchte ich mich genauer mit dem Nimbus selbst, also dem Nibelungeninstitut, befassen. Und ja, das wird relativ komplex, um ehrlich zu sein. Ich hoffe wirklich sehr, dass ich euch das wirklich gut erklären kann, sodass ihr es wirklich auch versteht. Falls dem nicht so sein sollte, schreibt mir das bitte unten in die Kommentare, dann muss ich das Video irgendwie nochmal versuchen aufzunehmen und euch das ein bisschen anders zu erklären. Aber ich hoffe wirklich sehr, dass es funktioniert. Im Prinzip ist dieses Video eine Zusammenfassung dessen, worauf ich später nochmal eingehen werde. Also ihr werdet hier vieles angeschnitten bekommen, zu dem ich dann später aber nochmal nähere Infos geben werde. Also falls ihr jetzt noch nicht alles hundertprozentig versteht, beziehungsweise immer noch Fragen zu bestimmten Dingen auftauchen sollten, könnt ihr mir die gerne unten in die Kommentare schreiben, aber ich bin mir relativ sicher, dass ich auf alles später auch nochmal eingehen werde, eventuell auch in späteren Videos. Zum Beginn, der Aufbau des Nimbus, beziehungsweise der Aufbau der verschiedenen Hierarchiestrukturen. Es gibt im Prinzip keine richtige Hierarchie, aber ihr wisst schon, mit Rektor und so weiter. Habe ich da mal was vorbereitet. Und zwar mein Cluster. Mein Brainstorming. So, das ist im Prinzip der Aufbau der Schule. Über allem steht natürlich der Rektor. Nein, gar keine Frage. Ne? So, der leitet die Schule und der wird tatsächlich auch von jemandem gespielt. Das ist kein Mitglied der Orga, sondern jemand, der diesen Rektor spielt. Und ich muss zugeben, es gab einmal einen Rektor, wie ich auch gehört habe, der das unfassbar genial umgesetzt hat. Wartet ganz kurz. Ich glaube, den kann ich euch sogar zeigen. Kann ich euch hier mal kurz zeigen? Das hier ist der Rektor gewesen, von dem ich gesprochen habe. Ein unfassbar genialer Typ. Der hat, also das war tatsächlich Headmaster, nicht Mistress, sondern Mastress. Mastress bedeutet, er hat jeden Tag, beziehungsweise auch mehrfach täglich teilweise, sein Geschlecht gewechselt. Er war mal, also mal männlich und mal weiblich. Und das Ganze am Chocha College of Wizardry und Witchcraft and Wizardry. S. Austenstern war der Name. Und dieser Mensch hat tatsächlich auch täglich seine Haarfarbe gewechselt. Ist auf jeden Fall auch in einem der Videos, die ich euch gerne unten in der Videobeschreibung verlinken werde, einmal zu sehen, beziehungsweise da erklärt er das Ganze nochmal. Und er hat sich wirklich unfassbar viel Mühe damit gegeben, diesen Rektor zu spielen. Ich finde das so genial. Also er ist bestimmt in die Geschichtsbücher des Chocha eingegangen damit. Und ja. So viel erstmal zu diesem Rektor. Also Rektor wird tatsächlich auch von einem Mitspieler gespielt und ich bin schon sehr, sehr gespannt, wie das Ganze ablaufen wird. Dem Rektor unterstehen die Leitungen der verschiedenen Institute, darauf gehe ich gleich auch nochmal ein, drei verschiedene Institute am Nimbus, die jeweils auch eine eigene Leitung haben. Dann natürlich die Professoren und das Kollegium, sprich die Lehrer, unterstehen nochmal diesen Leitungen. Weiter geht es mit dem Pedell, beziehungsweise dem Hausmeister sozusagen, einem Platzwart, dem Studentenberater etc. etc. Also alles, was eher auch so mit auf der Stufe des Kollegiums steht. Und dann kommen natürlich Geister, NSCs aller Art, die werden da auch noch mit rumspringen. Und Studierende, Primaner, Sekundaner und Tertianer. Das wird auch nochmal genauer erklärt, das sind quasi die drei Jahrgänge, auf die sich das Ganze bezieht. Also das hier im Prinzip so mein kleiner Zusammenschluss des Aufbaus. Ich hoffe, man kann das halbwegs lesen. Ich habe mir sehr viel Mühe damit gegeben. Genau. Und im Prinzip könnt ihr jeden davon spielen. Jeden einzelnen davon. Ihr könnt auch Geister bzw. NSCs aller Art spielen, wenn ihr noch nicht so sehr im Lab drin seid und sagt, ich möchte jetzt nicht unbedingt direkt reingeschmissen werden, sondern möchte jetzt erstmal versuchen, so ein bisschen nebenher zu spielen. NSCs sind Nicht-Spielercharaktere und die kriegen quasi auch ein bisschen vorgegeben, was sie machen sollen und können trotzdem aber in das Lab-Feeling reinschnuppern. Ist vielleicht eigentlich auch gar nicht so schlecht. Und so viel zum Aufbau. Dann kommen wir noch zu den Instituten und zu den Pfaden. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert, wenn ich ehrlich bin, aber wie gesagt, ich versuche euch das so gut wie möglich zu erklären. Ich habe es nicht direkt verstanden. Ich musste ziemlich oft nachfragen und musste mir vieles noch erklären lassen, aber ich hoffe, ich kriege das etwa in etwa hin. Gut,
Das Nimbus setzt sich zusammen aus drei Instituten, die sich zum Nimbus zusammengeschlossen haben. Das waren ursprünglich drei getrennte Institute, die auch getrennt gelehrt haben, beziehungsweise getrennte Traditionen aufgebaut haben und die ausgelebt haben und sich dann aber, um auch durchaus Schüler ausbilden zu können, zu einem Institut zusammengeschlossen haben. Diese drei Institute nennen sich einmal die Akademie Brocken, dann die Nibelungenhochschule und die Akademie Königsberg. Das sind die drei Institute, die sich zu dem Nimbus zusammengeschlossen haben. Und jedes dieser drei Institute hat aber trotzdem eine ganz eigene Art zu lehren. Die Akademie Brocken zum Beispiel spezialisiert sich auf die Naturmagie, sprich Heilkunde, Kräuterkunde und Kryptozoologie. Das sind so die Schwerpunkte, die man, wenn man sich für die Akademie Brocken entscheiden sollte, dann so im Schwerpunkt sozusagen hat. Man muss sich also im Prinzip für eine dieser drei Institute entscheiden, auf der man selber dann seinen Schwerpunkt hat. Die zweite ist die Nibelungenhochschule, die Fakultät der Technomantie. Das ist etwas, was mich persönlich auch ziemlich interessieren würde. Sprich, es gibt dort Technomantie und Runenkunde wird gelehrt und auch zusätzlicher Unterricht in Studien der Gewöhnlichen, was im Prinzip mit Muggelkunde gleichzusetzen ist. Das ist so ein bisschen die Fakultät, die versucht, die Gewöhnlichen und die Magischen so ein bisschen mehr zusammenzubringen und das Ganze nicht so sehr zu trennen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Mit den Studien der Gewöhnlichen und der Technomantie. Technomantie erklärt sich eigentlich auch mehr oder weniger von selbst. Das ist so die Verbindung zwischen Technik und Magie, was ich unfassbar spannend finde. Genau, das zur Nibelungenhochschule. Und das dritte, die Universität Königsberg, ist die Fakultät der Geisteswissenschaft. Sprich, es werden Vorlesungen zu Magietheorie und zur Ethik geben, aber auch so Sachen wie Geistesmagie und Weissagungen werden da gelehrt. Also eher das geistig Übernatürliche so ein bisschen. Also rein magisch einfach. Das sind die drei, von denen man sich natürlich einen sozusagen als Schwerpunkt dann aussuchen muss. Gut, es gibt diese zwei, ich sag mal, Studienschwerpunkte, die man sich auswählen muss. Einmal das Institut und zum anderen den Pfad. Auf die Pfade gehe ich jetzt nochmal genauer ein. Die Pfade sind nämlich Wächter, Gelehrter oder Erfinder. Es gibt diese drei Pfade nochmal, um quasi seinen späteren, ich sag mal, Berufsweg noch ein bisschen genauer zu definieren. Diese drei Pfade sind institutsübergreifend. Das bedeutet, auch wenn ihr in diesem euch für ein Institut entschieden habt, sprich Akademie Brocken, Nibelungen oder Königsberg, wenn ihr euch für eines dieser Institute entschieden habt, werdet ihr intern in diesem Institut zusammen, nur in diesem Institut quasi, bestimmten Unterricht haben. Was die Pfade aber angeht, die werden institutsübergreifend gelehrt. Das bedeutet, ihr könnt euch als Akademie Brocken-Student sowohl für Wächter als auch für Gelehrter als auch für Erfinder entscheiden. Es ist vollkommen egal, was ihr wählt. Und dadurch, dass das bei den anderen zwei Instituten genauso ist, werdet ihr bei diesem Unterricht, der die Pfade lehrt, natürlich auch mit den anderen Instituten zusammengeschmissen. Ich hoffe, das habt ihr jetzt verstanden. Wie gesagt, ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich es verstanden habe. Ich habe versucht, das Ganze auch in einer Grafik nochmal darzustellen, aber das zeige ich euch gleich. Ich gehe jetzt erstmal auf die verschiedenen Pfade nochmal etwas genauer ein. Der Wächter. Wenn ihr euch für den Pfad des Wächters entscheidet, habt ihr bestimmte Unterrichts wie zum Beispiel Feenkunde, magische und physische Verteidigung. Die physische Verteidigung bezieht sich dann natürlich auch auf Waffenkampf zum Beispiel. Die magische Verteidigung erklärt sich eigentlich auch von selbst, ist natürlich die mit der Magie und dem Zauberstab. Feenkunde finde ich auch relativ interessant, aber ich muss sagen, der Wächterpfad wäre nicht so meiner. Das wäre wahrscheinlich eher so meine dritte Priorität. Der Gelehrte. Wenn ihr den Pfad des Gelehrten einschlagen solltet, dann werdet ihr unterwiesen in Dingen wie Alchemie, Ritualmagie und Verwünschungswissenschaften, was ich furchtbar interessant finde. Gerade Alchemie. Ich bin so ein kleiner Alchemist und finde es unfassbar faszinierend, was man mit der Alchemie alles machen konnte. Beziehungsweise kann. Als Magischer, wohlgemerkt. Genau, das sind so die drei Schwerpunkte für den Gelehrten. Und wenn ihr euch für den Erfinder entscheiden solltet, was ich auch
mega interessant finde. Am liebsten würde ich einfach alles machen. Wenn ihr euch für den Erfinder entscheiden solltet, dann werdet ihr gelehrt in Dingen wie Elementarmagie, Numerologie und Geomantie und magische Artefakte. Das so als Schwerpunkte für die verschiedenen Pfade. Ich habe versucht, das Ganze jetzt nochmal ein kleines bisschen aufzuzeichnen. Für den Fall, dass ihr es bis hierhin schon verstanden habt, solltet ihr euch diese Zeichnung vielleicht nicht ansehen, weil ich habe das Gefühl, dann wird euch das nur noch mehr verwirren. Hier findet ihr die Aufteilung. Einmal die Akademie Brocken habe ich grün gemacht, weil Naturmagie und so. Nibelungenhochschule, weil wegen Technomantie ist blau. Keine Ahnung, warum blau. Keine Ahnung, ist egal. Und die Akademie Königsberg ist grau. Genau. Das sind so die drei Akademien bzw. die drei Institute, die ihr euch auswählen könnt. Und ja, das heißt also hier quasi, jedes Institut wird für sich selbst quasi ausgebildet und ihr habt Unterricht institutsintern. So, wenn es aber zum Unterricht für die Pfade geht, dann werden alle zusammengeschmissen, weil man kann sich ja institutsintern für jeden Pfad entscheiden. Es ist ja vollkommen egal, für welchen Pfad ihr euch entscheidet. Ihr könnt als Nibelungenhochschüler ein Wächter oder ein Gelehrter oder ein Erfinder werden. Ihr könnt als Universitäts Königsbergs Schüler könnt ihr Wächter, Gelehrter und Erfinder werden und als Akademie Brockenschüler ebenfalls. Das bedeutet, wenn ihr euch dann ach Gott, lernt zu reden, Jari. Wenn ihr euch dann im Unterricht für die Pfade befindet, dann werdet ihr mit allen Schülern aus allen Instituten sozusagen zusammengeschmissen. Das bedeutet, dass es quasi institutsübergreifend gelehrt wird. Und jetzt zeige ich euch noch mal ganz kurz den Stundenplan. Ja, Kamera raste noch mal aus. Ich bin trotzdem unscharf. Danke sehr. Hier findet ihr den Stundenplan für beide Schultage. Es gibt, glaube ich, eigentlich drei Schultage, aber passt schon. So, hier seht ihr, die Akademie Brocken wird am Anfang des Tages in Kryptozoologie, Kräuterkunde und Alchemie unterrichtet, die Nibelungenhochschule in Technomantik, Studien der gewöhnlichen und Runenkunde und die Universität Königsberg kriegt Magie, Theorie und Ethik, Weissagung und Geistesmagie. Das wird quasi nur institutsintern gelehrt. Dann geht es aber zu dem Unterricht in den verschiedenen Pfaden. Und da kommt es darauf an, für welchen Pfad ihr euch entschieden habt. Wenn ihr euch dafür entschieden habt, ihr findet den Wächterpfad unfassbar spannend, dann wählt den. Dann werdet ihr als Wächter ausgebildet. Dann bekommt ihr hier Unterricht in magische Verteidigung, physische Verteidigung und Feenkunde. Wenn ihr euch jetzt entschieden habt, das mit dem Gelehrten klingt mega spannend, Alchemie, Verwünschungswissenschaften, das ist was mich interessiert, dann wählt den Gelehrten. Dann bekommt ihr Heilkunde, Verwünschungswissenschaften und Ritualmagie. Wenn ihr für den Erfinder seid und denkt so, boah, magische Artefakte, Elementarmagie. Ich wollte schon immer wissen, was ich mit den Elementaren im magischen Sinne alles anstellen kann. Dann nehmt den Erfinder, dann kriegt ihr Numerologie und Geomantie, magische Artefakte und Elementarmagie. Und so geht es in den nächsten Tagen auch weiter. Wie gesagt, das Institutsinterne wird auch institutsintern gelehrt und das Wächterinterne bzw. das Pfadsinterne wird für die Pfade selber gelehrt. Gut, ich hoffe, wie gesagt, dass ihr das jetzt verstanden habt. So viel dazu. Ich habe versucht, euch das mit den Instituten und den Pfaden ein bisschen näher zu bringen. Ich werde im Späteren nochmal genauer auf die Institute, auf die einzelnen Institute und die einzelnen Pfade eingehen. Und deshalb hoffe ich, dass euch das Ganze hier so einen knappen Überblick über das Ganze gegeben hat. Wie gesagt, wenn ihr euch für euren Charakter entscheidet, müsst ihr zwischen diesen zwei Studien bzw. zwei Studienschwerpunkten wählen. Ihr wählt euch ein Institut aus, über das ihr gelehrt werden möchtet, beziehungsweise über das ihr gelernt haben möchtet. Und ihr wählt euch einen Pfad aus und diese zwei Schwerpunkte werden euch dann gelehrt. Leider kann man nicht alles nehmen. Man muss halt sich für eins entscheiden. Das finde ich ein bisschen schade und deswegen wird das definitiv nicht mein letztes College of Wizardry Nibelungen Lab gewesen sein. Holy shit, ist das schwer zu sprechen. So, jetzt habe ich relativ lange gelabert und ihr seht, warum das kein großes Video werden konnte, weil einfach viel zu viel Input da ist. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen weitergeholfen. Schreibt mir bitte in die Kommentare, ob es euch wirklich was gebracht hat und ob ihr das Ganze verstanden habt. Weil falls nicht, werde ich das irgendwann später vielleicht nochmal versuchen aufzugreifen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.